What's up, Leute? Und weiter geht's. Ich erwarte Anweisung. Vega-Stützpunkt ist weiterhin immer noch aktiv und wir haben bereits einmal aufs Maul bekommen. Wo ich mich vielleicht ein bisschen aufgeregt habe, aber. Mitch! Aber was soll's? Jetzt geht erstmal wieder dieses alte, bekannte Problem los, dass wir erstmal wieder Kohle brauchen. Oder erstmal eine schöne Armee machen müssen. Aber wenn ich das eigentlich so sehe, so viel hat er eigentlich gar nicht. Ich glaube, mit 20 Titans können wir schon eine Menge reisen. Weil hier steht gar nichts. Lasertürme, kein Problem. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Kummer bereitet. Weil ich habe keine einzige Einheit, die nach oben schießen kann. Ganz ehrlich, Leute. Ja, vielleicht doch eine. Hier, die Gleitiger, die können auch umschießen. Ja, hier. Einheit bereit. Naja, da wollen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen vorspulen hier. Solange keine Artillerie kommt oder sowas, bin ich ja eigentlich ganz zufrieden. Amphibien-BMT ist so. Ja, das ist ein Truppentransporter halt. Da können 5 Leutchen rein. Und die können auch über Wasser damit. Ein einziger nur? Ja genau, macht meine Mauer kaputt, ihr Dullis. Ein einziger Artillerie nur? Das ist ein komischer Angriff. Ballern einfach meine Mauer kaputt. Ey, ihr kennt aber einen Unterschied zwischen einer GDR und einer Nottenmauer, oder? Ja, oh, wieder alle Soldaten auf einmal tot. Wie ich das liebe. Hier! Zwei Schuss und der war halt schon die Hälfte weg! Ah, damit habe ich ihn jetzt irritiert. Na gut. Ah, ich hätte doch Luftabwehr bauen müssen. Hat ja eine Menge Munition, aber die sind nicht besonders stark. Komm, runter da. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut.
So, okay, das hätten wir aber jetzt auch. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Kann man sagen, warum du da eigentlich rumstehst? Bau abgeschlossen. Motor an. Erwarte Anweisung. Schon unterwegs. Einheit schon unterwegs. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Wird ich freue mich schon richtig, wenn es die Turbinen gibt hier. Ist ja Katastrophe. Bau abgeschlossen. 1000 Kraftwerke hier. Einheit bereit. Verarschen? Ach so, doch, ist auch richtig. Einheit bereit. Einheit bereit. So. Rocken wir die Bude mal auf. Ich glaube, hier war eine Artillerie. Ziel links. Einheit bereit. Motor an. Bereit. Keine Ahnung. Bin mir aber nicht sicher. Erledigt. Easy Befehl. Erledigt. Motor an. Erledigt. Ja, Easy Befehl. Erledigt. Okay, oder auch nicht. Fuck off. Da war sie. Tja, wie überpowered die Scheißteile sind. Und wie perfekt die treffen. Die bewegen sich. Aber der Schuss trifft trotzdem. Als ob die sich gar nicht bewegen würden. Jetzt habe ich die an der Backe. Immer wenn er nicht repariert, denke ich andauernd, dass er sein scheiß Gebäude verkaufen will. Also bis jetzt ist das irgendwie kein Problem hier. Irgendwie war das so eine Art Gorilla-Taktik. Gleich sofort fett angreifen, aber der Spieler kann dann gar nichts mehr jetzt. Steht unter schwerem Beschuss. Da hat er sogar recht. Oh, wenn das nicht sonderlich schwer ist. Ich weiß immer noch nicht, soll man die Laserzäune kaputt machen oder nicht? Ja, ich mach's einfach. Dann mache ich den. Blub. Einsteigen. Nächste Station. Vegas Stützpunkt. Boah. Wie viel Kraftwerk hat denn der Junge? Erledigt. Easy Befehl. Motor an. Erledigt.
Ist klar. Ja, verbrennen. Muss ich mir nicht die Finger schmutzig machen. Besser sagt die Kanonenrohre. Ich glaube, bei Spielstufe leicht war das auch so, dass aus den zerstörten Gebäuden keine Soldaten mehr rauskommen. So wie hier. Ich glaube, das war da nicht der Fall. Theoretisch ist das auch so ein bisschen egal. Die Soldaten, die da rauskommen, nerven nur gewaltig. Hast du eh nichts mehr. Kann man ja nicht kaputt machen? Ah, stimmt, die war eh unverwundbar. Die konnte man gar nicht zerstören. Geht mir alles wieder gewaltig auf den Sack. Den ganzen scheiß Popelmännchen hier immer. Genau, geh so nah dran, dass er dich trifft. Die meine ich. Kannst leicht drin bleiben. Hätte ich gar nicht aufstehen müssen. Kommt wieder so ein Knecht raus. Naja. So war nervig, ehrlich. Mit diesem kleinen Fitzelkram hier hinterher räumen. Fühlen sich sowas von stark, die kleinen Juden hier. Autsch. Autsch. Das, was so nervig war, war, dass man hier wirklich auch die ganzen Flakstellungen zerstören musste. Wirklich alles, komplett hier, ganze rote, alles was rot ist, musste zerstört werden. Und das war immer richtig nervig. Besuchen wir Vega mal. So, Vega hätten wir. Jetzt müssen wir noch Not hier in den Arsch treten oder dann haben wir's. Mal sehen, ob ich das noch in diesem Part schaffe. Na, ich glaube zwar weniger. Dong, 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 dong. Immer schön symmetrisch hier hingestellt, so zack und zack und dann links, schön links und rechts eine Mauer.
Und links und rechts ein Türmchen, in der Mitte ein Tor. Immer schön symmetrisch hinstellen. Sieht toll aus und erzielt auch einigermaßen eine gute Wirkung. Mal hinsetzen hier, richtig. Ich überlege gerade, ob man hier irgendwie die Pulskanone hinschballern könnte, aber ich glaube nicht. MBF konnte man leider nicht zusammenklappen. Oh, jetzt müssen die hier rum, ey. Schlagen Sie alle Nordeinheiten aus dem Sektor zurück. Eva muss auch daran Spaß haben, hier ständig diese blöde Meldung hier anzeigen zu lassen, ne? Ich hab's doch kapiert! Hör auf mich zu stalken! Wirklich alle Punkte müssen weg hier. Jetzt kommt wirklich der richtige langweilige Teil der Mission. Das muss weg. Scheiß Flakstellungen müssen weg, weil die natürlich auch ein ganzes neues Nord-Imperium aufbauen könnten. Oder repräsentieren könnten. Darum müssen die auch zerstört werden. Will man ja wirklich nichts vergessen hier in dem Scheißkaff. Die Flakstellung hier dürften eigentlich keine Energie mehr haben, ne? Müsste. Und weiter marschieren zur nächsten Flakstellung. Kackstellung. Stand da was? Böp. Oh, ich muss Nordeinheiten zerstören. Oh, wusste ich gar nicht. Sicher jetzt erst zum ersten Mal. Nee. Verzweifeltes Gelaber hier. Irgendwie nochmal die gegenwärtige, langweilige Atmosphäre etwas spannender zu gestalten. Lustiger, witziger, whatever. Funnier? Funniest? Oder what the hell? Natürlich ist hier auch noch irgendwas rot, auch wenn ich nicht sehe, was. Mal um den ganzen, der ganzen Scheißinsel hier Flakstellung sein müssen. Die eigentlich lang. Geht doch gleich um die ganze Map, um da hinten ranzukommen. Bereit. Was?
Ach so! Na, darauf rumzuballern würde wohl nicht viel bringen. Ich habe mich gerade gewundert, hey, was ballert denn hier? Kaum zu glauben, dass er noch angreift. Cyborg, zerstör alles und nach, wie erledigt. Sir? Ja, ihr? Gas! Motor an! Cyborg, zur Stelle! Wir sind unter schwerem Beschuss. Hm? Ja, so sieht das dann aus. Nix mit ein einziger Flieger so eine Flakstellung zerstören, so ein paar Sekunden. So wie Video einmal. Nee. Müssen wir warten, bis die Munition auflädt. Hier wollte irgendwas durchbrechen, glaube ich. Aber das war schon die ganze Zeit so, dass ich nur nicht richtig verstanden habe. Natürlich müssen hier auch noch welche rumgammeln, ne? Gas, erledigt. Sir, erledigt. Bereit. Der Tod aus der Luft. Jetzt muss der erstmal weg. Ja, bitte. Alles klar. Sir. Das Blöde ist, dass die Flugzeuge nichts hell machen können. Und dass man eine extra eine Werkstatt bauen muss, damit sie sich reparieren können, weil auf dem Helipad bekommen die keine Lebenspunkte dazu. Wir hätten jetzt schon wieder Langeweile. Cyborg zur Stelle, klar. Ja. Gas, erledigt. Was ist denn da? Na Kumpel, was geht? Wir latschen kurz mal an dir vorbei, ne? Oh, es tut mir aber leid. War da irgendwas? Mein Sammler wird angegriffen! Nein! Nun muss ich aufhören, mein Sammler wurde angegriffen. Richtig Langeweile, ey. Let's play Flakstellung zerstören. Jetzt könnte es eigentlich mal wieder ein bisschen spannender werden, weil ich eigentlich mal wieder was kaputt machen kann. Beziehungsweise was platt machen kann. Ziemlich holprige Straße hier. Holen wir die auch noch mal hierher, sodass es ein bisschen schöner aussieht hier. Auf sie! Okay, er macht Selbstmord.
die zwei wollen mich irgendwie verarschen. Es gibt kein Zurück mehr für euch. Ach, die wollen zu meiner Titanie unten. Hey, diese zwei läpperlichen Scheißknechte hindern mich an meinem Sieg, ey. Weg! Wo auch immer die hinwollen. Und schon haben wir wieder das Problem, dass wir irgendwie da was vergessen haben. Wahrscheinlich hier unten. Oh, ich liebe es. Nicht. Mal ein bisschen angeln gehen. Vielleicht fangen wir ein paar Fische. Oh Mann. Ja, ja, ja. Was soll ich nochmal machen? Ach ja, ich habe Alzheimer, ich hab's hier vergessen. Hier ist nichts mehr. Da oben ist auch nichts drauf. Verarsch mich nicht. Oh, übersehe ich hier irgendwas Offensichtliches? Meine Karte sagt nein. Wäre lustig, wenn da die Pyramide jetzt noch einnehmen müssen. Ich hab doch alles zerstört. Was wollt ihr von mir? Erobern sie die. Ach so, ich soll die erobern. Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, so dumm war ich bis jetzt noch nicht so gewesen. Hätte ich gleich machen können. Ist ja eh nichts mehr, außer hier diese scheiß Flakstellung suchen. Aber irgendwie gibt's hier keine mehr. Oh, passt auf, hier in diesem kleinen Popel. Nee. Hä? Ah, bestimmt da oben. Wie schnell. Mensch, hier muss doch noch irgendwas sein, Mensch. Nö. Nö. Vielleicht das? Vielleicht ist da eine Flakstellung noch. Ach, guck mal einer an. Absturzstelle gesichert. Ziel erreicht. Einsatz erfolgreich. Endlich. Jetzt kommt ein schöner Film. Okay, der noch nicht, aber gleich der Abschlussfilm von der Mission, der ist geil. Was waren das für Billigwaffen? Halbautomatik? Ich glaube, ich guck nicht richtig. Oh, 216, wird immer mehr. So. Kane, ich brauche Verstärkung, Sie müssen Hilfe schicken. Wissen Sie, es gibt sehr wenig, was ich tun muss, General. Aber Kane, ich diene Ihnen seit Jahren. Rakete bereit machen, sofortiger Start. Wenn unser Freund McNeil kommt, um Sie zu töten, haben Sie vielleicht Gelegenheit, von ihm etwas zu lernen. Ich bin sicher, diese Lektionen beherzigen Sie für den Rest Ihres Lebens. Und das sind übrigens noch genau 7 Minuten. Eiskalt absolviert. Ich bin tot. Allerdings. Hallo? Ah, Stück Scheiße.
zu, du schmieriger Bastard. Bevor dir dieser Mist ein bisschen Hirn rausbrennt, wo ist der Rest des Schiffes? Du Scheißkerl, was hat Kane mit der Technologie vor, die du und deine Leute aus dem UFO gestohlen haben? Kane hat sie nicht gestohlen. Er hat sie gebaut. Er hat den Tacitus. Was hat Kane vor? Was ist der Tacitus? Sir, ich habe ganz schlechte Neuigkeiten. Das sehe ich auch. Tja, ich glaube, von dem ist nichts mehr übrig. Nordtruppen greifen unsere Stützpunkte in Europa an, Mac. Sie haben Hammerfest. Hammerfest. Wir vermuten, sie wollen unsere Disruptor-Technologie, die Schallkristalle. Die sichern uns immerhin einen immensen Vorsprung. Wir brauchen Hammerfest, Mac. Werfen Sie die Schweine raus! Mac, war dein Bruder nicht in Hammerfest stationiert? Läuft! Jetzt haben wir schon mal einen ganz wichtigen Stich, ein ganz wichtiges Stichwort gehört. Disruptor. Den Nordtruppen ist bei ihrer Suche nach dem Disruptor ein Großteil unseres Stützpunktes in Hammerfest in die Hände gefallen. Nord hat jetzt die Abwehranlagen wieder aktiviert, um die GDI von einem Gegenangriff abzuhalten. Der einzige Weg hinein führt über das Wasser. Suchen Sie das Feuersturmabwehrsystem und schalten Sie es aus. Erst dann können wir Verstärkung schicken. Zerstören Sie dann den Hauptstützpunkt von Nord und sorgen Sie dafür, dass wir nie wieder von dort aus angegriffen werden. Hast du so viel wie Nord wieder in den Arsch treten? Was für Feuersturmabwehrsystem? Ich dachte, das gibt's nur in Feuersturm. Das Addon. Oder täusche ich mich? Nee. Ich könnte schwören, das gab's erst in Feuersturm. Ach ja. So, wir haben zwei zur Verfügung. Willkommen, Leute, zu einer scheiß Mission. Elusive, das war ein richtig geiler, schöner Song, das weiß ich noch. So, das ist jetzt Technikstufe 6, das weiß ich hundertprozentig, oder 7? Auf jeden Fall können wir jetzt hier LPG-Werfer bauen und die Schwebepanzer und. Jetzt haben wir schon mal richtig schöne Technologien zur Verfügung. Ja, ihr? Und die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist jetzt eine richtige Strategiemission. Die ist jetzt, hat sich jetzt schon ziemlich was in sich, also. Einheit bereit. Ja. Mit der ist nichts zu spaßen. Und was der Disruptor ist, werdet ihr auch noch sehen. Da will ich jetzt mal nichts spoilern. Ich sag mal so, der Disruptor ist eigentlich auch ein weiterer Grund, warum ich diese neuen Tiberium-Teile richtig scheiße finde. Weil der da nicht mehr existiert. Warum ich Games eigentlich verklagen könnte wegen dem Schwachsinn. Das kann theoretisch auch weg. Vor einem Monat ist das. Ungefähr. Habe ich jetzt gespeichert? Ich weiß es nicht. Was nochmal? Okay, jetzt weiß ich's. Ja, Leute, das ist jetzt schon eine relativ große Mission. Als kleines Kind hat die mich richtig zur Verzweiflung gebracht. Ich hoffe, ich habe die noch so ungefähr im Kopf. Das werden wir dann später sehen. Bis zum nächsten Mal.